etwas Wunderschönes für dich aus dem Alba-Festival. Albaner sind ja sehr, sehr stolz auf ihre Sprache. Aber wie viel Albanisch können wir wirklich? Finden wir es raus. Weißt du, wie viele Buchstaben das albanische Alphabet hat? Wie viele Buchstaben hat das albanische Alphabet? Lauf nicht weg, lauf nicht weg! Sorry, ich weiss nicht mehr, was Schweizer Alphabet ist, aber ist okay. Mein Gott, ich wollte kein Interview mit dir führen. Ich habe nicht gewusst, dass so Fragen kommen. Willst du einen Telefonjoker brauchen? Ja! Mom! Sie ist albanische Lehrerin, ich sollte es eigentlich wissen. Sie köpft mich. Wie viele Buchstaben hat das albanische Alphabet? 36. Ah! Richtig! Ja, ist richtig! Also, kannst du das Alphabet aufzählen? Nein, kann ich nicht. A, B, C, D, G. Kannst du das Alphabet aufzählen? Ja, ich kann schon, aber Sonne hätte zu viel, zu sehr rein. Willst du versuchen? Nein! Willst du mal probieren, so anfangen, nee. Einfach mal? Nein, nein, wirklich nicht. Ich blamiere mich. A, B, T, C, D, D, M, N. Mega gut, weiter, weiter! A, B, C, D, E, B, C, G, L, M, N, D, C, D, B, D, B, D, etc. Es wird immer beliesliger. Ja, wenn meine Mutter das schauen würde, was würde sie sagen? Sie wäre traurig. Kannst du das albanische Alphabet aufsagen? Oh mein Gott! Nicht so melodisch, es tut mir leid. Das hat mega gut getan. Was heisst Wolke auf Albanisch? Oh, sorry. Wolke, die Wolke. Vranësia. Aber das ist Bevel. Was heisst denn eine Wolke? Vranësia! Weißt du, was Woche heisst auf Albanisch? Vranësia. Aber das ist ja mehr so bewölkt. Weißt du, so eine Woche? Was heisst eine Woche? Mo, Vranësia. Man kann Vranë, das ist bewölkt. Vranësia ist eine Woche. Was heisst das? Eine Wolke. Was liebe ich? Du darfst nicht fluchen. Ah, im Fall. Weißt du, was Woche heisst auf Albanisch? Meine Kutter hat vorhin gerade gesagt, nein! Irgendwas mit R, glaub ich. Zwei Buchstaben. Ja. Ah. Ja, stimmt. Re. Bravo. Genau so. Weißt du, was Versicherungsvertreter heisst? Eine Person in Agencies Ziguris. Keine Ahnung. Also nein. Ich kann es umschreiben. Weißt du, was Versicherungsvertreter auf Albanisch heisst? Versicherungsvertrag. Nein. Person in Ziguris. Keine Ahnung. Die reden immer Deutsch. Ja, da braucht man es gar nicht. Ich brauche schwören, auch wenn sie von Dunger anrufen. Das ist immer auf Deutsch. Versicherungsvertreter, Sigurimi in... Was? Du bist gemein. Versicherungsvertreter auf Albanisch. Sigurimi... Also ein Vertreter, nicht Sigurimi, weißt du? Nur der Vertreter. Vertreter. Einfach Albanisch betonen, das ist echt noch gut. Was heisst Kopierer auf Albanisch, weißt du das? Das Wort sagen sogar meine Eltern auf Deutsch. Apparati! Apparativ! Ich habe schon wieder vergessen, ich habe so vergessen. Ich habe so vergessen, nur ich. Ich habe so vergessen, upsi. Es hat mega viele Leute eigentlich die Fragen nicht beantworten können. Was hast du das Gefühl, warum ist das so? Wenn wir zum Beispiel in Kosovo sind, sagt meine Mami mir, ich soll nicht Deutsch reden. Aber wenn wir in einer Bäckerei sind oder meinem Onkel und sagt, sie hat etwas von der Bäckerei geholt, sie sagt nicht, komm, mordisch gern vor. Sie sagt, komm, mordisch gern Bäckerei. Also sie fängt auch damit an und ich glaube deswegen. Also es heisst wirklich fast niemand irgendwie kann unsere Fragen beantworten. Warum ist das so? Ich bin halt genau in dieser Zeit aufgewachsen, wo die Integration so wichtig war, weil wir halt das Image hatten, Problemkinder. Du musst dich wie verkaufen. Du musst dich zeigen, als wärst du wie eine Albanerin. Wie, du hast eine schlechte Note im Deutsch gehabt. Durch das, dass wir uns so fest haben müssen beweisen und integrieren in der Schweiz, ist wie das Ganze in den Hintergrund gefallen. Was sagst du dazu, wenn die Leute dann anbeischen, auch innerhalb der albanischen Community, wenn sie eben auch nicht so gut Albanisch können? Das finde ich mega, mega scheiße, wenn ich das so sagen darf. Weil das demotiviert einen mega. Also wenn ich Kinder habe, dann wäre es mir wichtig, dass sie reden, aber auf jeden Fall nicht demotivieren. Das ist mega schlecht.